2015 gerade eben ganz frisch gekrönt. Wie fühlt sich denn das an, Stefan? Einfach toll, erleichtert, und ich hatte ein sehr schönes Event und ich freue mich jetzt einfach und muss das Ganze mal sacken lassen, und es waren heute so viele Sachen, was man erlebt hat und einfach einen tollen Tag gehabt, und dass es so endet, grandios, also in dem Fall alles richtig gemacht heute und sehr viel Spaß gehabt. Ein voller Erfolg auf ganzer Linie, ne? Sag mal, wie kommt man zu dieser Kreativität? Welches Menü wurde zum Gewinnermenü? Wie kommst du auf solche Ideen? Das ist einfach sehr viel auch vom Restaurant oder so. Ich habe heute, was mich einfach freut, ich habe mit dem gewonnen, was ich zu Hause auch koche. Das ist 1:1, was du, wenn du bei mir essen kommst im Restaurant, bekommst du diese Gerichte, und ich arbeite gerne mit lokalen Produkten wie der Huchen. Das ist ein Fisch, der braucht fast 3 Jahre zum Wachsen und ist eine österreichische Spezialität, und der braucht sehr leichte Aromen, deshalb haben wir Haselnuss dazu kombiniert. Von meinem Biobauern habe ich Haferwurzel, was fast keiner mehr anbaut. Und im Haupt habe ich einfach gerne ein Wild oder so. Es ist momentan schon wieder Wildzeit, und auch da probiert davon viel zu zeigen. Aus der Leber haben wir Creme gemacht, die Zunge haben wir geschmort, den Rücken gebraten, die Keule haben wir zum Ravioli verarbeitet. Dazu haben wir Löwenzahn als Beilage gemacht, Löwenzahnsalat, Löwenzahnöl und Löwenzahnwurzel, kleingelegt Essigzwetschen, was ich sehr gerne mache, und so ist das zustande gekommen. Und was ist denn dein persönliches Lieblingsessen? Mein persönliches Lieblingsessen, also ich esse eigentlich wahnsinnig gerne einfach sehr gerne Salat und ein perfektes Fleisch dazu. Das ist für mich der Ausgleich zu dem, was ich tagtäglich mache oder so. Das ist auch einfach zu Hause einfach gutes Essen oder so. Frische Zutaten, auf den Punkt gekocht, mehr braucht es gar nicht. Und wer kocht zu Hause bei dir? Eigentlich, wir kochen zu Hause sehr wenig. Wir machen uns so Wraps und Salate oder gehen essen. Wir arbeiten 6 Tage, sehr viele Stunden und auf Saison, und da wird wenig zu Hause gekocht. Unser Herd bleibt meistens kalt, und wenn ich zu Hause bin bei meiner Mama, das bin ich 3 Wochen im Jahr, da kocht die Mama, und das Beste. Also da verkochen, hinsetzen. Dann bist du auch mal froh, wenn die Mama kocht, wenn du dich auch mal bekochen lassen kannst. Ne? Was hast denn du noch für einen Tipp für einen Kochanfänger, der gerne Koch werden möchte? Sag mir mal so die 3 goldenen Regeln. Die 3 goldenen Regeln. Das Wichtigste ist Spaß an dem, was man macht, wenn man keinen Spaß hat, weil Koch ist ein Beruf wie jeder andere. Dafür muss man leben, man muss das mögen. Ehrgeiz ist sehr, sehr wichtig, und Durchhaltevermögen. Die ersten Jahre als Koch machen nicht immer Spaß. Man fängt unten an in der Küche, muss sich langsam hocharbeiten. Aber je höher man kommt, je interessanter wird es. Und Durchhalten ist eigentlich das Wichtigste, und den Spaß nie verlieren. Und das ist auch das, was ich probiere, meinen Köchen zu vermitteln, den Spaß an der Arbeit. Und das ist und bleibt dein Traumjob, ne? Also ich mache das jetzt seit 16 Jahren. Ich war in Australien, Amerika, Portugal tätig, und ich mache es nach wie vor mit Herzblut. Und wenn das mal verloren geht, dann lass es. Dann mache ich was anderes. Ja, dann würde ich dir sagen, viel Erfolg weiterhin. Wir bleiben dran, wünschen dir alles Gute, und wir sehen uns hoffentlich vielleicht nächstes Jahr wieder oder bei dem einen oder anderen Koch-Event mal wieder, ne? Gerne, danke, danke. Ja, ich danke.